Die schwierigsten Aufgaben löst man ja bekanntlich ja lieber gemeinsam. Und lange Strecken laufen sich doch viel besser im Team. Wie wäre es also zum Beispiel mit einem Marathon? Möglich ist das alles beim Run & Bike vom SC Tegeler Forst. Der Spaßfaktor ist garantiert. Laufen sonst ist halt immer irgendwie so Solosport, du kämpfst immer für dich. Und dieses Team-Event bringt eine ganz andere Dynamik mit sich. Gerade wenn du es mit deinem besten Buddy machst, das kann ich nur empfehlen. Auch in der 6. Ausgabe des Events ist wieder ordentlich Teamgeist gefragt. In Zweiergruppen geht es quer durch den Tegeler Forst. Bis zu 42 Kilometer über Stock und Stein. Die gute Nachricht allerdings, es darf auch geradelt werden. Die Strecke war sehr abwechslungsreich, also es ging ja auch ganz schön bergauf und war auch mit dem Fahrrad recht anspruchsvoll. Aber war eine schöne Strecke und bei dem schönen Wetter, also war super. Einzige Bedingung, der Radfahrer muss immer hinter dem Läufer bleiben. Und so können die Teams beliebig wechseln. Dadurch können nicht nur Kräfte besser verteilt werden, nein, es bringt auch eine Menge Spaß. Wenn der eine nicht mehr kann, dann kann der andere einspringen. Das ist halt so dieser Charakter, den hat man sonst bei Wettkämpfen eigentlich nicht. Da muss jeder für sich immer beißen. Mit dem Team ist es irgendwie schöner. Über Wanderwege, kleine Anhöhen und Hügel geht es zurück zum Sportplatz an der Heidenheimer Straße. Und auch beim Zieleinlauf gibt es noch eine kleine Besonderheit. Dieser muss nämlich gemeinsam erfolgen, sonst zählt das Ergebnis nicht. Hat einfach nur Spaß gemacht und auch mit den anderen zusammen hier und entlang der Strecke mit den ganzen Streckenposten. Also vielen Dank für die tolle Organisation. Und auch die nächsten Events des SC Tegeler Forst stehen schon in den Startlöchern. Ab dem 30. September beginnt die allseits beliebte Sega-Serie und am 12. November wird wieder in die Tropen gelaufen. Die Anmeldung steht für alle Interessierten offen. Dann wird das Rad zwar in die Ecke gestellt, genauso herausfordernd sind beide Läufe, aber allemal.